Ja. So Leute, willkommen in einem neuen Video. Wir sitzen in einem Jeep Wrangler. Euer 1981, glaube ich. Alter Leute. Ich kann die Brille aufsetzen. Was soll ich euch dazu sagen? Mein Kollege René sitzt hier neben mir. Wir haben da vorne noch eine Kamera. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Und gucken wir mal, was das Ding alles hier so kann, ne? Die Kamera wurde mir von Econtex zur Verfügung gestellt, weil meine alte Session nicht mehr ging und ja, mit denen hatte ich dann ein bisschen gequatscht und die haben mir die zur Verfügung gestellt, alle wichtigen Daten, dazu sage ich euch später nochmal. Aber erstmal zu dem Baby hier, jetzt fahren wir mal ein bisschen rum und haben Spaß! Ach du Scheiße! Ja, mal ein bisschen zu dem Auto. Wir haben hier eine 6,7 Liter Maschine. PS irgendwas über 200. Blende ich schon mal ein. Weiß ich gerade nicht auf dem Kopf. Was ich noch dazu sagen kann ist, wir haben ein schönes Dreiganggetriebe. Was auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig ist. Und was auch mega, mega komisch ist, ist die Lenkung. Keine Servolenkung. Und man muss echt aufpassen, dass man nicht irgendwie zu spät lenkt. Keine direkte Lenkung, das ist ja, gewöhnungsbedürftig. Die Bremsen sind halt auch von 1980, merkt man halt schon. Und ja, aber ansonsten ist das Fahren sehr geil. Ist halt ein Jeep, ne? Wrangler! Was? Ja, ja. Die Leute gucken natürlich, das ist ein Jeep, ne? Ja. Das ist schon geil, ne? Alter. Oh, die Cops, jetzt sind wir dran. Aber ist alles eingetragen. Motor, Auspuff, alles. Komplett. Ja, die gute Zweigang-Schaltung, Dreigang-Schaltung, ey. Das Geile ist auch, du darfst halt mit offener Tür fahren, beziehungsweise ohne Tür. Hier sind halt nochmal solche Sicherheitsgurte. Wie nennt man diese Gurte? Was? Ey, das ist so ruppig, Alter. Das ist echt kein Wunder, dass die früher Unfälle des Grauens gebaut haben. Also muss ich wirklich sagen, alleine die Lenkung, ja, das ist schon, also da musst du dich dran gewöhnen. Das ist nicht mehr normal. Ernsthaft. Du kannst damit echt relativ schwer reagieren. Ja. Der Blinker ist ja auch fragwürdig, ob der überhaupt angeht, weil irgendwie kommt da kein richtiges Feedback, wenn man den Schalter betätigt. Auch mal ein bisschen smooth. Ja, natürlich fahre ich zum Wietzesee. Ein paar Ladies abchecken, ne? Super. Ja, ein Zweisitzer ist immer geil, Ladies abzuchecken. Alter, ey. Ist das eine Karre? Guckt euch mal den Spiel an. Bevor irgendwas passiert. Das ist der Hammer. Aber ich glaube, der Blinker funktioniert. Jetzt kam da so ein Klicken. Und ich hoffe auch, dass diese Kamera da vorne an ist. Naja. Alter, Alter. Alter. Was ist hier jetzt hier an? Ist das aus? Ich habe keine Ahnung. Meine Nase juckt. Achso, wenn ihr euch wundert, warum wir einen Helm auf haben, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Kamera hier mit Mikrofon dran ist
Und ja, ich habe keine andere Möglichkeit gehabt jetzt mit dem Mikro und dem Fahrtwind, weil ich auf jeden Fall offen fahren wollte hier. Deswegen sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ne, ist ja auch Sicherheit, Safety first, ihr wisst. Beste. Aber die Kurven, ne, zack. Alter, das ist so ruppig, Alter. Was? Ja. Das ist schon geil. Alter, ey, das Ding fährt sich wie ein Go-Kart, ey, das ist, Alter, das hat gar keine Federung irgendwie. Voll hart. Ja. Ja, es ist alles Blattfeder, ne? Ja, schon Hingucker, ne? Kann der Porsche einpacken? Der Porsche kann einpacken. Nice! Ja, schon geil. Ja, so ein Auto ist immer ein Hingucker, ne? Weil es halt einfach selten. Es ist einfach selten sowas. Porsche kann doch jeder fahren. Na komm, so ein schöner 911er Boxster ist auch gut. Du würdest dir einen Boxster holen, ne? Aber alt, richtig alt. Alter, diese Schalten, Junge! Ei, ei, ei. Das Geile ist hier, du hast nur Auto, du hast nichts, was dir hilft. Ah ja, hier ist kaum Technik, was kaputt gehen kann, ne? Das Einzige, was hier Technik ist, ist das Radio. Ja. Die lassen wir hier noch einen Unfall bauen, wa? Alter! Ey Leute, ich muss euch unbedingt gleich den Sound zeigen von hinten, das ist der Hammer. Ah. Ja, die Karte gehört meinem Vater, die habe ich im Stibitz. Der ist nämlich im Urlaub. Und ich meine so, hey, geh mal deine Karre, ja? Ich will mal ein bisschen fahren. Hat er nein gesagt, habe ich trotzdem genommen. Nein, hat er natürlich nicht. Alles erlaubt. Ja, ich weiß, wir fahren hier 5 km/h zu schnell. Digga, der Tacho, guck dir den Tacho an. Entweder ist er bei 20 oder bei 60. Der wackelt so hin und her, da kann ich nichts für. Alter, Alter. Ich schwöre, der Bus kann besser lenken als ich. Schaltung, ey, ich schwöre. So, jetzt sind wir hier am Wietzesee in Langhagen. Machen ein bisschen Ladies abchecken und so, obwohl wir beide vergeben sind. Also machen wir es natürlich nicht. Ist ja klar. Ist einfach so Spaß gewesen. Ne? Alter Vater, ey. Also ja, Allrad hat er natürlich auch und so. Kann man alles zuschalten irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit befasst. Wenn ihr da mehr Informationen wollt, dann können wir ja nochmal gucken, ob wir da ein anderes Video nochmal irgendwie. Was ist denn das? Ja. Alter, holy moly. Alter, fährt jemand mit dem Boot? Da ist wer mit dem Boot gefahren. Ja. Ey, das ist unglaublich. Dann noch zu noch die geilen Bremsen, ey. Oh. Aber TÜV, alles cool. Alter, ey. Ah, ich würde sagen, wir halten hier mal an, wenn wir einen Koki trinken.
Alter, jetzt kommt hier die Staubwolke oder was? Zack, aus. So. Jetzt erkläre ich erstmal ein bisschen was zu dem Fahrzeug. Du kannst ja nebenbei auch mal Fragen stellen. Kommt immer ganz gut in so einem Video. Ah. Die Fragen oder willst du normal menschliche Fragen? Was? Willst du dessen Fragen oder normal menschliche? Komplett. Das ist halt, du bist dann halt im Video. So, jetzt nochmal von außen. Das ist ein Jeep Wrangler CJ7 mit 185 PS. So war's. Von Baujahr 82 war das. Von Baujahr 1982. Also, mein Fazit nach den ersten paar Minuten. Mega geile Karre, Lenkung völlig für den Arsch. Also was heißt für den Arsch, aber es ist halt alt, ne? Fette Blattfedern, also Federung ist hier nicht wirklich viel. Obwohl hier nochmal so Zusatzdinger sind, oder was ist das? Was steht da? Trailmaster. Okay, anscheinend ist da noch eine Zusatzfederung drunter. Nix schlecht. Ja, was war das? 4,7 Liter? Ne, 5,7, ne? 5,7, ja, ich glaube. Ah, hallo Flugzeug. 5,7 Liter. Der Innenraum ist auch sehr bescheiden. Wir haben ein Radio, wir haben eine Tachoanzeige. Ist dein Ernst jetzt? Ja, hier ist halt Allrad, die Schaltung, Dreigang. Oben links ist rückwärts, unten links ist erster Gang, oben rechts zweiter, unten rechts dritter. Hier ist nochmal so ein Fach, ne? Das wurde halt alles restauriert hier, das ist alles neu, das ist nicht original. Da hinten hast du hier nochmal so eine Scheiße drin wie Warnweste und ich glaube ein Benzinkanister ist auch noch drin, weil die Tankanzeige ein bisschen rumspinnt. Ist halt so bei den alten Autos, ne? Kann man nichts machen. Oh, meine Tasche liegt hier die ganze Zeit rum. Sehr schön. Mit der Drohne drin. Machen wir mal lieber zu. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal zu dem Auto. Zu der Kamera, wie gesagt, die haben sie mir gesponsert. Kann 4K in 30 FPS und halt ganz normal 1080p. Kann sie halt auch. Auf jeden Fall haben sie mir die zur Verfügung gestellt. Erstmal Dankeschön an die Jungs von Econtex. Die Firma kommt aus Hongkong, vertreibt das Ganze aber auch ganz normal über Amazon. Und für das irgendwie, für 87 Euro, für eine Actionkamera, wo du halt ganz normal deine Videos machen kannst. Natürlich ohne Stabilisatoren etc. wie bei der GoPro. Aber für mich so als Zweitkamera der Hammer. Also wer günstig eine Actioncam haben möchte, ist da auf dem richtigen Weg, ne? Wenn ihr die über, also wenn ihr die kauft, könnt ihr noch sogar 10%, 10% waren das, glaube ich, sparen, indem ihr da diesen Gutscheincode von mir eingebt. Ich glaube, KEF 10% oder so. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, auf jeden Fall das erstmal dazu. Ich werde am Ende des Videos nochmal separat ein paar Vergleichsmomente reinpacken. Digga, habe ich auf Play gedrückt. Ja. Ja, das passiert manchmal. Stehst hier, laberst die ganze Zeit 20 Minuten und dann so, verdammt, die Kamera war nicht an. Gut, wie gesagt, am Ende werde ich nochmal so ein bisschen Vergleich zu der aktuellen GoPro, die ich habe, GoPro 5 und der nochmal ein paar Vergleichsbilder machen in 1080p, 60 FPS, damit man den Unterschied sehen kann. Und ja, ne, das kommt dann am Schluss. Und jetzt fahren wir gleich aber erstmal wieder. Aber vorher trinken wir noch mal kurz ein bisschen was und rauchen eine. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Peace. Alter, mein Vater bringt mich um. Das ist geil, ey. Alter, Alter. Scheiße. What the fuck, Alter?
So, haben wir noch mal eine kleine Driftanlage gemacht. Jetzt fahren wir mal weiter hier. Nochmal fette Grüße an Christian B., der mir 20 Euro bei PayPal gespendet hat. Danke für die Unterstützung. Sehr feiner Junge. Hui, hat gefragt, ob ich ihn einen Sticker schicken kann. Sage ich ganz ehrlich nein, weil ich sie noch nicht verkaufen kann. Ich weiß nicht, wie das da mit den Steuern dann ist und so. Aber wie gesagt, die Verlosung läuft ja noch. Auf dem 20.000 Abonnenten Spezialvideo. Tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid für ihn. Zur Not kann er sein Geld auch wieder haben, wenn er es jetzt erwartet hat. Aber unter den Umständen möchte ich auch nicht, dass ihr mir was spendet. Wenn ihr dann quasi eine Erwartung habt. Entweder ihr macht es so aus Spaß oder ihr lasst es. Also wie gesagt, es ist keine Pflicht und so. Ihr könnt die Videos ja trotzdem gucken. Und Sticker-Chancen gibt es ja immer wieder. Aber sobald ich... Nee, da ist irgendwie Feldweg, keine Ahnung. Ja, aber da ist irgendein scheiß Feldweg, da habe ich keinen Bock jetzt irgendwie hier mich mit irgendwelchen Grandpas dann zu streiten, warum ich da mit einem Jeep langfahre. Auf jeden Fall wird es demnächst ja Merch geben und dann auch die Sticker zum Kaufen. Ich muss es aber erstmal alles klären. Keine Lust da irgendwie mit Steuern und so da Probleme zu kriegen. Ne? Ja, auf jeden Fall nochmal Dankeschön. So, dann fahren wir jetzt auf jeden Fall mal weiter und gucken mal, was noch so passiert. So, auf jeden Fall hat das gerade mega Bock gemacht, im Santa so zu driften. Das ist einfach so, gerade mit dem Lenken dann so gegenlenken, das macht dann halt echt Spaß. Ist schon echt fett, muss ich wirklich sagen. Ich denke mal, dass mein Vater mir den jetzt ja öfters mal ausleihen muss. Er hat gar keine andere Wahl. Alter, diese... Ich weiß immer nicht, bin ich im Rückwärtsgang, bin ich im zweiten? Ja, das ist... Naja... Auf jeden Fall macht das einen Heidenspaß. Was ich auch ziemlich geil finde, ist halt, dass du wirklich die Windschutzscheibe da runterklappen kannst. Wie gesagt, man kann auch ohne Helm fahren. Geht alles. Aber halt wegen der Kamera ist besser, ne? Na gut, dann fahren wir da jetzt noch einmal rein mit René. Damit er es auch nochmal richtig schön... Papa, ich hab dich lieb, Junge. Alter, Alter. Ja, das ist geil. Ja, herrlich. Alter, what the fuck? Die Kamera wird, denke ich mal, hardcore wackeln. Ja, wie findest du die Karre? Erzähl mal ein bisschen. Ich hör dich doch eh nicht. Was? Du hörst mich doch eh nicht. Doch, ich hör dich. Ich fahr jetzt extra langsam. Erzähl. Ja, ist schön, ne? Ist schön, ja. Aber als Alltagsauto nicht tauglich, ne? Nein, das ist so ein Hobbyauto. Ja, also so die Schaltung etc., Fahrwerk und so, das ist alles schon sehr ruppig. Das ist halt so, komm, wir haben mal Spaß. Ne? Das muss man einfach dazu sagen. Aber ansonsten ist es schon mega geil, ey. So ein Ding irgendwie richtig... Macht auf jeden Fall Spaß, ne? Hat ja. So Strandfeeling so. Ja, so ein Ding musst du dir fit machen für einen Offroad-Park, ey. Aber dafür ist der zu schade. Ja. Der von 1982, der ist echt gut gepflegt soweit. Das wird es nicht werden mit dem. Da muss man sich irgendwas anderes holen. Da muss man dann auch im Lotto gewinnen, wenn du so einen dafür nimmst. Aber ja. Scheiße, Digga! Alter! Ah. Eieiei! Fettes Gerät! Ja, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, ihr könnt ihr das auf jeden Fall mal reinschreiben. Oder allgemein, wie ihr das Ding findet, so Offroad-mäßig auch. Also, wenn man sich mal wirklich irgendwie so ein Auto fit machen würde für Offroad, hätte ich schon ziemlich Bock drauf, weil es halt einfach nochmal was anderes. Oder halt so eine schöne Maverick, ne? Maverick, so, sorry. Natürlich... Was? Zum Silbersee fahren. Zum Silbersee? Ja. Da kannst du doch nicht hinfahren. Da ist der große Parkplatz. Ja, und dann? Was willst du auf dem Parkplatz?
heftig. Ja, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, oder was ich damit mal machen könnte, keine Ahnung, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Also es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Teil. Es ist aber wirklich, wirklich nicht für den Alltag. Ungelogen. Kann man nicht anders sagen. Also wirklich ein Spaßgerät, ne? Sonst kriegst du eine Macke mit dem Schalten hier und der Lenkung. Gut, das könnte man vielleicht auch noch irgendwie ändern, weiß ich nicht. Ich bin da kein Profi drin. Aber ansonsten halt ziemlich fett, ey. Ziemlich fett. Wollen wir beim Tunnel zurückfahren? Bitte? Wollen wir beim Tunnel zurückfahren? Welchen Tunnel? Am Flughafen? Nee, ich wollte jetzt hier rechts. Genau, wollte ich auch. Ja. Wir verstehen uns. Und dann über die Dörfer? Genau, wir verstehen uns. Okay. Das ist gut. Das ist doch schön. Diese Bremsen sind so für den Arsch, Alter. Ey. Der Bremsweg ist extrem. Ja, ich glaube, das ist ja halt. Das ist, da muss der richtig noch mit Kraft. Keine Ahnung, ob es hydraulisch ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. In normalen Autos hast du Bremskraftverstärker. Ja, meine ich ja. Genau. Bremskraftverstärker. Keine Ahnung. Das ist. Ich weiß nicht, ob das das Ding hat. Keine Ahnung, Alter. Das ist richtig heftig. Einfach nur Auto. Das ist ein bisschen Stahl mit ein paar Drähten und ein paar Zahnrädchen, Alter. Das ist so geil. Mach mal Radio aus. Sonst kriege ich Ärger mit der GEMA. Guck dir diesen Schlenker an hier, ey, das ist. Damit musst du echt vorausschauend fahren, das ist echt heftig. Aber es ist alles legal. Das ist halt History-Kennzeichen. Alles legal. Alter. Alter, jetzt gibt's Speed. Die Dinger klappen sich hoch. Ziemlich geil. Alter, wir fahren gerade 80. Und das fühlt sich an, als ob ich irgendwie 300 fahre. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Hier, die Spoiler klappen sich aus. Ist das geil, ey. Junge, Junge, Junge. Ah, das ist echt anstrengend zu fahren. Ah, Alter, nee. Nee. Mit der Lenkung ist mir es zu heftig. Alter, das ist ja mega. Digga, das ist mit, Alter, wow, Junge, mit der Lenkung, das ist übelst ekelhaft, irgendwelche 80 zu fahren. Wenn du einmal irgendwie nach links lenkst, dann musst du wieder zurück und das pendelt sich dann irgendwie so aus. Ein, Digga, oh mein Gott, nee, damit fahre ich nicht so schnell. Vor allem, keine Ahnung, jetzt bin ich auch bei 80, eben waren wir auch bei 80, aber, holy shit, Alter! So, also nochmal zu der Kamera. Ich werde die natürlich dann jetzt am PC erst richtig vergleichen können. Das mit allen Kameras, die jetzt aufgenommen haben, ob Handy, ob meine GoPro, ob die GoPro, alles in 1080p, 60 FPS. Und ich werde mir dann am PC angucken, was für Unterschiede es da gibt. Man muss einfach ganz ehrlich sagen, der Preis ist einfach der Hammer. Irgendwelche 80 Euro. Dafür eine Actionkamera, wenn man jetzt nicht unbedingt solche Vlogs macht, so wie ich, wo man einfach nur was eben im Fahrrad oder Moped oder Quad einfach nur Aufnahmen für sich selber haben will, reicht das, denke ich mal, vollkommen aus. Das werden wir gleich dann quasi am Ende des Videos, werde ich dann mich nochmal einblenden, wie ich zu Hause bin und das nochmal so ein bisschen auseinandernehme. Also wer darauf Bock hat, kann natürlich gerne sich das noch angucken. Wen das jetzt nicht so interessiert, der muss sich das natürlich nicht angucken. Bin ich euch jetzt nicht böse. Oh, kommt da was, René? Ich kann nicht. Ja, okay, da kommt was. Jetzt sehe ich auch ein bisschen. Jetzt können wir, wa? Er nickt einfach. Ah. Auf jeden Fall werden unten in der Infobox die ganzen Links dazu stehen. Und es gibt halt auch einen Rabattcode.
glaube ich zumindest. Ja, doch, gab es. könnt ihr euch auf jeden Fall snacken. Wie gesagt, am Ende werdet ihr das vielleicht sehen, da werde ich auch mal mit euch quatschen, was das nun bringen wird. So eine Kamera für 80 Euro. Ich bin gespannt, sage ich ganz ehrlich, weil für 80 Euro denkt man sich erstmal so, das wird sich werden. Aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall, die Jungs, mit denen ich da geschrieben habe, die waren echt gut drauf. Da gab es erst Lieferschwierigkeiten mit Amazon. Das war aber nicht die Schuld von Amazon, sondern von DHL. Nee, ich sag jetzt nicht, es war nicht DHL, aber ich sage auch nicht, wer es war, weil macht man nicht. Auf jeden Fall hat mich das mega angekotzt. Da musste ich das zweimal bestellen, dann ist die eine wieder zurückgegangen, dann ist die erste aber doch gekommen und die zweite ist dann auch auf dem Weg gewesen und hört mir auf, egal. Völlig komisch gewesen. Aber wie gesagt, da kann nur der Lieferdienst was für. Ja gut, ansonsten sehen wir uns gleich wieder und bis hierhin, hoffe ich, hat euch das gefallen. Wer sich jetzt, wie gesagt, für die Technik dahinter nochmal ein bisschen interessiert, kann gerne dranbleiben. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt mal beide Dateien nebeneinander gelegt. Das erste, was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass bei der Ikontec-Kamera die Farbe realer rüberkommt. Also ich sehe es ja, wie es in echt ist, und muss einfach ganz ehrlich sagen, dass das Grün, also das Auto hat so ein Grün, kommt da auf jeden Fall besser zur Geltung. Hier habe ich jetzt versucht, das Flugzeug auf beiden Seiten zu bekommen, aber das hat alles nicht so funktioniert. Weil ich weiß nicht, wie ich die sonst nebeneinander packen kann, dass man alles sieht. Egal. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, für eine Actioncam, die man für irgendwelche 80, 90 Euro bekommt, ist es ein super Teil. Du kannst natürlich da, soweit ich weiß, keine Mikrofone ranschließen, also solche Adapter. Beziehungsweise, da müsste ich dann nochmal gucken. Aber ich muss sagen, Test ist bestanden. So für einfach als Zweitcam, wenn man nicht unbedingt ein Vlogger ist, super Teil. Einfach was ich ans Fahrrad, ans Quad, ans Motorrad und man hat schöne Videos. Da ruckelt nicht, da ist alles schön. Also muss ich wirklich sagen, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, okay, da kommt jetzt wieder irgendwie so ein Chineser an, der mir da irgendwas andrehen will, wo ich Werbung für machen soll. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich da echt zufrieden bin und sehr dankbar bin, dass die mir die gegeben haben. Also ich darf die wieder behalten. Und kann euch die nur empfehlen. Also ihr kriegt dann auf jeden Fall noch einen 10 € Gutschein mit einem Code, den ich jetzt hier einblenden werde. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, holt sie euch. Wenn nicht, ist auch egal. Ja, also ich bin zufrieden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe freie Entscheidungsmeinung. What the fuck. Auf jeden Fall darf ich mich frei entscheiden. So. Das ist nicht bezahlt oder so. Die haben mir jetzt einfach zugeschickt. Hier, guck dir das mal an, teste es mal, zeig das mal in deinem Video. Und dann kriegst du hier noch so einen 10 € Gutschein für deine Leute, die das dann kaufen können. Ich sage, jo, alles klar. So, und das ist halt meine Meinung. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist super. Du hast etliche Sachen noch dabei, Halterungen, und hast du nicht gesehen. Zwei Akkus sind dabei. Einfach nur geil. Und in dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in deine Kommentare, haut rein!